Hallihallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und eine Deko habe ich euch ja schon gezeigt, und zwar die naturhafte Variation dieser Tischdeko, dieses Windlicht, diese Glasvase zu gestalten. Und die zweite Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist diese richtig schön edel, glänzend, mit Glimmer und allem drumherum zu gestalten. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, nun habe ich für euch mal eben ganz fix diese tolle Amaryllis in mein Moosbett eingewickelt, und das schaut jetzt so aus. Und ja, dann habe ich mir eine Lichterkette geholt, und zwar solch eine Drahtlichterkette, und auch die werde ich mal eben ganz fix hier noch drumherum wickeln. Insofern, also wie gesagt, ganz wirrwarrig. Einfach nur hier dran befestigen. Auch das mache ich für euch wieder im Schnelldurchlauf. So, das Ganze schaut nun so aus. Und zwar ist das eine kleine 100er Lichterkette. Ich habe eben noch mal auf die Verpackung drauf geschaut. Eine 100er LED Lichterkette mit einem Timer. Ich finde es immer sehr schön, wenn eine Deko irgendwo steht und intern auch noch eine kleine Lichtquelle hergibt. Und ja, so, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich lege mir meine Sachen zurecht, die ich jetzt benötige, um mit euch weiter dekorieren zu können. Bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe mir jetzt alles bereitgelegt. Ich war noch mal eben los, ich war noch mal eben shoppen, habe so ein paar Sachen besorgt. Ich wurde schon einmal gefragt, wo ich beispielsweise diese Sternchen her habe. Ich werde es in meiner Infobox hinterlegen, wo ich die erworben habe. Aber ich gehe sehr gerne in dem Laden, der mit B anfängt und mit Udni aufhört. Möchte ich noch mal so am Rande hinterlegen, ohne Schleichwerbung zu machen. So, erlaubt ist bei dieser Werbung alles, was glitzert, alles, was blinkt. Insofern lege ich einfach mal los. Ich habe hier jetzt diesen Kunstschnee. Und da würde ich einfach mal sagen, eine Riesenladung rein damit. Schön den Boden belegen. So, dann habe ich hier nochmal Kunstschnee mit so kleinen süßen Sternchen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und auch davon wollte ich ein klein wenig mit einbringen, so die oberste Schicht vielleicht. Es ist immer schön, neue Verpackungen zu öffnen. Wenn das nicht so geht, wie man möchte. Es ist so verpackt. Wahnsinn. So. Davon verteile ich mir nur oben auf. So, natürlich kann man auch diese kleinen silbernen Partikel, die da mit drin sind, ich hoffe, ihr seht sie, mal schauen, ups, separat erwerben. Also ich denke schon, dass das möglich ist. So, dort hinein bette ich jetzt meine Amaryllis. Die wir ja schon zusammen
Na, die wir ja schon zusammen mit der Lichterkette umwickelt haben. So, und jetzt versuche ich natürlich den Timer ein bisschen zu verstecken. Und jetzt löst sich hier so ein kleines Licht von meiner Lichterkette. Und das liegt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, in der Luft. Das finde ich jetzt nicht so schick. Das mache ich mir mal eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Ich habe eben das kleine Problem gelöst. So, und jetzt ist wie gesagt alles erlaubt, was blinkert, was glitzert, was schick ist, was cool ist, was toll ist. Auch hier wollte ich jetzt nicht so ganz klirr-klirr auf Naturmaterialien verzichten und habe insofern zwei kleine weiße Hölzer. Und von diesen hier, die muss ich euch zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die sind so richtig schön, ja, marmoriert, als wenn da so kleine Federn draufgeklebt wären. Also die sehen toll aus. Also auch die möchte ich gerne da noch mit einbringen. Und wie gesagt, schaut einfach, was ihr da habt. Schaut, was ihr mögt. Und dann habe ich hier noch ein kleines Rentier. So, das kleine Rentier, welches mit seinem Riesengeweih trotzdem irgendwie reinpassen muss. Na, dann muss die Amaryllis ein bisschen nach hinten, dann passt auch das Rentier mit dem Geweih. So, Problem gelöst. So, und dann habe ich noch Sternchen. Dann habe ich noch Filzsternchen. Dann habe ich hier noch zwei Zapfen. Auch die möchte ich gerne noch mit einbringen. Wie gesagt, da gibt es gar keine klare Vorgabe, was schick ist, was ein Muss ist, was ein No-Go ist. Also bitte, bitte alles rein, was gefällt. Alles rein, was glitzert und glänzt. Also insofern dreht euch gelegentlich die Vase ein wenig. Mal schauen, ob hier der Zapfen noch reinpasst. Wäre ja eigentlich recht schön. Ja, den setze ich hier noch dazu. Ein paar Filzsterne. Vielleicht noch mal ein, zwei Sternchen vor dem Rentier, dass es da nicht so nackelig aussieht. So. Und schon ist die ganze Geschichte fertig, wenn man mag. Ich mache es jetzt nicht, könnte man noch andere Sterne mit einbringen. Ich belasse es jetzt dabei. Ich werde keine weiteren weißen Sternchen mit einsetzen. Jetzt schaue ich aber und habe hier solche kleinen Funkelsteinchen. Die werde ich mir ganz einfach hier noch mit eingeben, einfach ein bisschen einrieseln lassen. So, die Amaryllis wird schön wachsen. Soweit ich weiß, ist das eine weiße Amaryllis. Die wird schön aus dem Gefäß herausragen. Und ja, dann habe ich gedacht, ich werde hier oben jetzt noch ein Band einbringen. Über diesem Band werde ich dieses Band oder dieses Band mit einbringen. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch im Vollbild oder das zeige ich euch gleich im Anschluss. Ich werde es mal eben vorbereiten. So, dann wäre ich mit dieser Variante auch schon fertig. Also das ist die Variante Bling, Bling, Glitzer, Glitzer. Also alles, wie gesagt, rein, was gefällt, alles, was glitzert, alles, was blinkt. Ja, das werde ich mir jetzt hinstellen. Das ist mein persönlicher Favorit. Und zwar habe ich dazu, auch wie süß,
noch diesen kleinen Wichtel. Also der ist wirklich herzallerliebst und es passt farblich so toll dazu, dass ich ihn mir auch dazu setzen werde. Und ja, dann bin ich, denke ich, einfach mal fertig. Hinterlasst mir in meinen Kommentaren sehr, sehr gerne, was euch persönlich gefallen hat, was euer persönlicher Favorit ist. Also das war jetzt die Variante Glitzer Bling Bling und die Variante Naturlook. Habt ihr ja auch schon gesehen, habe ich euch ja auch mit hochgeladen. Also mir persönlich gefällt beides sehr, sehr gut, aber das ist mein Favorit und so werde ich mir das auch hinstellen. Viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude damit und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei und eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünsche ich euch von ganzem Herzen. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.